Wir befinden uns hier in einem sogenannten Wandertunnel der Firma Haygrove. Wir bauen in diesem Wandertunnel einen Erdbeeren an, der Sorte Clary. Das ist ein zweijähriger Bestand. Durch die Sorte an sich, die sehr früh ist, kann man hier in den Tunneln eine frühe Ernte erzielen, was wichtig ist, um den frühen Markt an Erdbeeren zu decken. Und was heißt Frühernte? Grob 3 Wochen Vorsprung hat man gegenüber der verfrühten Freilandernte. Verfrühte Freilandernte meint man eine Abdeckung mit Vlies oder Doppelabdeckung Vlies und Folie. Wie wird gepflanzt? Das Pflanzen ist reine Handarbeit. Wie man sieht, die Pflanzen stehen auf Dämmen, leicht erhöht. Das dient auch noch der Verfrühung. Hoher Damm, erwärmt sich schnell, schwarze Folie. Also wir beziehen unsere Pflanzen aus Italien, die getopft ankommen, sogenannte Topfgrünpflanzen. Die Pflanzen werden mit LKW angeliefert und verbleiben meist ein Tag in der Halle und werden peu à peu in der Anlage verpflanzt. Wie wachsen die Pflanzen? Es kommt kein Regen oder sonstige Witterungseinflüsse hier in den Tunnel hinein. Dementsprechend müssen wir jetzt sagen, die Pflanze muss versorgt werden. Dies erfolgt über einen Tropfschlauch, der im Prinzip, wenn man die Reihe einmal so guckt, läuft mitten in dem sogenannten Damm, ist ein Tropfschlauch, der alle 30 cm ein kleines Loch hat. Auf unser Brunnenwasser zugeschnitten, wird genau der Düngebedarf errechnet. Dementsprechend setzen wir eine Stammlösung an, die im Promillebereich dem Wasser zugemixt wird. Hat sie der späte Frühling ausgebremst? Weil wir im Moment viele kalte Nächte haben mit Bodenfrostgefahr. Da sind wir hier im Tunnel natürlich auch nicht sicher vor. Deswegen sind wir jetzt die letzten Tage viel damit beschäftigt, die Bestände abends mit einem Vlies abzudecken und morgens direkt das Vlies wieder runterzunehmen, dass die Pflanzen auftrocknen können. Trockene Pflanzen heißt dann auch, oder schnell abgetrocknete Pflanzen heißt auch weniger Infektionsdruck von Botrytis, sprich Fäulnis in den Bestand. Wozu die schwarze Folie? Die haben wir jetzt hier in den Tunnel ausgelegt, damit wir im Prinzip vom Herbizid wegkommen. Herbizid, sprich Unkrautbekämpfungsmittel. So, und da wir jetzt diese Folie ausgelegt haben, haben wir jetzt hier in den Reihen ganz wenig Unkrautdruck. Hier links und rechts kann man das vielleicht sehen, wenn man hier vielleicht mal einmal hinschaut. Hier kann das Unkraut noch durchwachsen, aber das ist nur in geringen Mengen. Das ist schnell per Hand zu entfernen. Und so können wir sagen, dass wir hier in diesen Wandertunneln kein Herbizid einsetzen. Was für Helferlein haben Sie? In jedem von unseren Tunneln setzen wir ein Hummelvolk. Da die Wandertunnel ja im Prinzip witterungsunabhängig sind, kommt auch kein Wind zur Bestäubung rein. Dafür setzen wir dann jetzt die Hummeln ein, unsere fleißigen Helfer. Ich will jetzt nicht sagen Tag und Nacht, aber sie sind morgens schon sehr zeitig zugange und bestäuben dann hier die Anlagen. Und was hilft Ihnen noch? Das ist ein Temperaturmessgerät mit GSM-Modul. Sprich, wenn es hier im Tunnel zu warm wird, ruft der bei mir an. So können wir dann schnell reagieren. Zu hohe Temperaturen im Tunnel geht ganz schnell auf den Ertrag. Und so können wir jetzt sagen, ich meine, es steht jetzt auf 25 Grad. Wenn es über 25 Grad sind, können wir schnell reagieren und an den Seiten die Folie nochmal anheben, sodass wir die Temperatur hier im Tunnel immer gut im Blick haben und schnell reagieren können, dass wir keine Ertragseinbußen irgendwie in Kauf nehmen müssen.